starken Rückgang der Bundesliga-Saison 2023/2024. Das heutige Heimspiel läuft im Ausgang mit dem Heimspiel gegen den FC Knabelsitz. Ein herzliches Willkommen schon jetzt unsere Gäste aus der Stadt aus Linz. Wir haben auf meiner Seite heute in der Regie Anthony Wollanes abgeschlossen für dich. Und wir haben im Vorfeld dieser knappen Stunde folgende Infos und Programmpunkte für euch vorbereitet. Ich bin euch für den Überblick über unsere nächsten Spiele mit all unserer Mannschaften. Dann gibt es ab sofort wieder den Mitgliederschall. Exklusiv für alle Mitglieder gibt es hier welche, die hoch am Schild auf der Wiederholung auf die Kabinette um einen Hals hängen. Und heute hoch aus der Mitgliederschall, exklusiv für Mitglieder mit eurer Mitgliederpartei, das ist jetzt schon die Wortsworte von diesem Schall um 15 Euro. Ja, die ausgewählten Geburtstagswochen, die laufen auch nach wie vor 113 Jahre aus dem Jahr 15 März, wurde ungefähr aus dem 113 Jahre hoch, umgehalbiert, preishalbiert, mit Fletcher, tolle Angebote. Ja, und jetzt haben wir für Sie für heute noch ein paar Informationen zu Ihrer Sicherheit. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Fans, die Flugüberwachung in und um unsere Arena am Heimspieltag ist notwendig. Bei dieser Veranstaltung werden also von der Landespolizeidirektion Wien gemäß § 54 Absatz 5 Sicherheitspolizeigesetz personenbezogene Daten anwesender Mitglied- und Tonaufzeichnungsgeräte ermittelt und zur Abwehr und Aufklärung gefährlicher Angriffe und bestimmter Verwaltungsunterrichtungen verwendet. Die Polizei sowie auch die Stadionverwaltung verwenden die Aufzeichnungen nur im Ernstfall. Normalerweise werden alle Daten wieder gelöscht. Vielen herzlichen Dank für euer Verständnis. Und jetzt folgt noch ein Sicherheitshinweis der AC-Wahl-Bundesliga. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Fans, wir freuen uns auf eure tatkräftige Unterstützung, ersuchen aber keine pyrotechnischen Gegenstände abzufeuern. Der Besitz bzw. das Abfeuern von pyrotechnischen Gegenständen im Stadion ist gesetzlich verboten.
Thank you.
Please.